Ja, guck mal, ob ihr da reinkommt. So. Wer spielt mit? Katzi, Hami und Basti. Wohin klicken? Auf Spielen? Ja, und dann privatem Spiel beitreten. Und dann müsste ein Fenster aufgehen, wo du einen Code eingeben kannst. Und da trägst du dann 149418 ein. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ist bei mir grau unterlegt. Ja, lass mich in Ruhe. Also, wenn ich hier auf Spielen gehe. Server. Achso, warte. Privates Spiel. Du musst einmal ins Training und. Achso, ja, genau. Okay, gut. Jetzt haben wir aber ein anderes. Und zwar 074528. Ja, gute Runde, ja. Ich bin auch mega gespannt. Okay, Hami hat es geschafft. Sehr gut. Katzi hat es geschafft. Und Basti hat es geschafft. Nice. Jetzt. Was muss ich jetzt drücken? Ha. Ich komme hier jetzt ansonsten nicht weg, aber das ist ein Kopf. Wähle einen Job. Ich glaube, das ist das, was wir dann gleich auswählen können, ne? Können wir schon was kaufen? Wir haben null. Wir können nichts kaufen. Super. 1A. Ich will aber ein anderes Avatar haben. Ich will die mit der weißen Bluse haben. Oh Gott, da läuft jemand. Gut. Ich glaube, ihr müsst dann auf Bereit klicken und ich kann dann den Job auswählen, weil ich ja die Ische bin. Also die Master of Everything Ische. Da bin ich. Oh mein Gott, du bist im Fernsehen. Bei manchen. Muss hier erstmal ein bisschen Platz schaffen, nicht, dass ich hier gleich alles runterreiße. Nee, musst erstmal einen Job auswählen. Okay. Da ist ein Kopf davor. Kann der Kopf sich bitte einmal wegbewegen? Ich will wissen, was das ist. Bis gleich, Jo. Phasmophobia! Hallo, Jessie. Ich würde erst mal sagen, wir gehen mal dahin. Anfänger. Anfänger hört sich doch gut an. Ah, danke, der Kopf ist weg. Schwierigkeit Anfänger. Empfohlene Teamgröße 2. Wir sind aber 4. Ist das schlimm? Nein. Wir machen das trotzdem. Ein zweistöckiges Vier-Schlafzimmer-Haus mit einem Keller. Ein anderes Team ging vor kurzem in das Gebäude und scheiterte es. Liegt an Ihnen, den Job zu beenden. Gehen Sie dorthin und sammeln Sie so viele Beweise wie möglich, damit ein Geisterentfernungsteam den Job beenden kann, sobald Sie gegangen sind. Weitere Infos bei Ihrer Ankunft. Ach so, das ist die Mindestgröße. Ah, okay. Wählen. Bereit. Ich muss mal eben Nase putzen. Okay, wir müssen eh gleich mal gucken. Hallo? Hört man mich im Spiel?
Ich habe keine Ahnung. Oder wie war das denn? Muss ich B drücken? Hört man mich jetzt im Spiel? Ihr müsst auch was sagen, ne? Ich guck da hin und Basti ist direkt bei einem Punkt weniger. Okay. Warte mal, Optionen. Also ihr seid alle komplett auf laut. Ich habe auch keine Ahnung, wer jetzt wer ist, ne? Hallo? Ah, ich höre was. Hallo? Hört man mich denn auch? Hört man mich? Und? Hm? Hallo? 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 Hallo, hallo? Oh Gott, wir hören uns nicht. Oh nein, wir hören uns nicht. Nö, ich höre nix. Verdammt, aber ich höre was. Hört man mich jetzt? Vielleicht, wenn ich irgendwie... Ich hätte gern irgendwie sowas wie eine B-Taste. Ja, ich drücke gerade B. Genau, also du musst die Taste drücken, dass man dich hört. Ich weiß nur nicht, ob das das lokale oder das globale Push-to-Talk. Ha, okay. Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Anleitung, oder? Warte mal. Optionen. Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben das die ganze Zeit halt entweder über ein Teamspeak oder halt tatsächlich über einen Discord-Channel gemacht. Ansonsten... Das gibt's doch gar nicht. Also wir können auch über den Discord gehen. Das ist ja nicht das Problem. Aber das wäre halt cool, wenn wir das einfach nur im Ingame-Ton machen können. Phasmophobia. Sekunde, ich google das mal. Da spielen so viele Leute, wir werden nicht die einzigen sein, die das Problem haben. Tastenbelegung. So, Steuerung und Tastenbelegung, das sieht doch gut aus. Also, Tutorial, bla bla bla. So können wir miteinander kommunizieren. C ist hinhocken. Vorwärts, rechts, links, Shift gedrückt, halten, rennen, hinhocken. So hört man mich jetzt. Hört man mich? Anscheinend nicht. Okay, das geht schon mal. Hörst du mich jetzt noch? Ja, ich höre dich. Okay, hallo, Hemi. Hallo, ich bin Lara. Also, die Push-to-Talk-Taste im lokalen Voice-Chat ist V. V lässt einen reden. Das ist die mittlere Maustaste. Ah, warte. Mittlere Maustaste. Hört man mich jetzt auch? Weil ich finde da irgendwie die mittlere Maustaste, wenn wir uns unterhalten, einfacher. Wenn ich mit dem Geist reden will, ist mir das erstmal wurscht, welche Taste ich da drücke. Ja, ich werde wahrscheinlich eh wegrennen und dann passiert da gar nichts. So, jetzt müssten nur die anderen beiden auch mal gucken, ob das so funktioniert. Geil wäre natürlich, wenn man dieses Push-to-Talk ausmachen könnte. Ich höre nichts außer das Geräusch vom Rumlaufen. Hast du das richtige Headset ausgewählt? Ja, im Spiel höre ich auch nur die jetzt gerade reden. Also Hami und, mich höre ich nicht. Das wäre merkwürdig, wenn ich mich auch hören würde. Ja, das ist auch merkwürdig, wenn du den Stream von jemandem anhast, mit dem du spielst und hörst dich dann im Stream irgendwie 7 Sekunden später. Ja, das sind immer so die Punkte, wo ich dann sage, ich mute den Stream. Hallo? Also ich höre die ganze Zeit immer an, aus, an, aus, an, aus, aber ich höre keine Stimme. Ja, ich kann nicht morsen. Du musst auch reden, Basti, und Katzi auch. Also mit V könnt ihr hier sprechen. Also ich möchte jetzt nicht doch das Morse-Alphabet lernen. Ich kann, glaube ich, nicht mal SOS machen. Ich verwechsel da auch immer irgendwie dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz oder dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang, keine Ahnung. Was hast du über meine Mutter gesagt?
Entschuldigung, der musste sein. Geht nicht. Müssen öfters das Spiel neu starten, bis das läuft. Okay. Also Basti schreibt gerade, geht nicht, müssen das Spiel öfter starten, bis das läuft. Ja, denn, Alter! Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Katzi. Dann... Das sieht so lächerlich aus. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten das irgendwie über das TS oder über Discord spielen. Ja, ansonsten machen wir das einfach über Discord. Das geht ja auch. Da muss ich hier auch nicht so fancy rumsitzen. Was? Wer muss hier wie fancy... Achso, du meinst... Wegen meinen zwei Headsets, die ich jetzt um habe. Ich muss im Moment vor allem daran denken, dass ich meine Maustaste drücke, damit du mich... Nein, Bashur, ich werde das nicht in VR spielen. Ja, und Bendu schreibt auch gerade, das Spiel hat noch viele Fehler. Ja, ist halt Early Access, ne? So, das passt das. Ja, ich weiß nicht, selber, also irgendwie sind auch außer uns, glaube ich, schon wieder alle weg. So, Katzi ist im Discord, aber ich habe sie gerade nicht gehört. Hallo, hallo, hallo. Ich höre dich, Katzi. Ansonsten machen wir das einfach über Discord, geht ja auch. So, und wir beide starten jetzt auch nochmal neu. Sitzung verlassen. So. So, jetzt höre ich dich aber nicht über Discord, sondern nur über den Stream. Über den Stream hörst du mich? Ah, okay. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Wenn ich hier jetzt nochmal... Also bei mir hat der gerade... Kann ich das Ding hier... Obwohl, nee, das Spiel... Ah, ich muss doch fancy hier rumsitzen. Weil das Spiel braucht ja mal ein Mikrofon. Nein, ich höre dich immer noch nicht im Discord. Was? Wieso hörst du mich nicht im Discord? Ist doch alles eingestellt. Aus... Da... Also ich habe ganz normal hier, so wie immer. Passt denn deine Ausgabe? Ja, doch, Discord. Ja, doch, Discord. Aber jetzt haben wir das Problem, dass Katzi mich nicht hört im Discord. Aber ich habe einen Ausschlag und ich höre sie auch. Also ich... Ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt habe ich aber. Jetzt hörst du mich auch? Ja! Juhu! Nummer 1 drin. Hami ist auch da und Basti ist auch da. Holy shit. Ich hätte einfach nicht die Spur stumm schalten sollen, ob die dort liegt. Aber demnächst mit meinem Go XLRS Mini habe ich nur noch eine Taste zu drücken. Ich wollte doch gerade sagen, es ist nicht Sonntag. Wir dürfen keine Probleme haben. Ich freue mich schon auf Sonntag. Oh Gott. So, jetzt müssen wir nur noch Basti ans Reden bekommen. Basti will nicht, der ist viel zu schüchtern. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich so das Gefühl, er möchte noch nicht. Er tut einfach so, als hätte... Hallo. Wow! hallo. Oh mein Gott, Basti, nach zweieinhalb Jahren höre ich das erste Mal deine Stimme. Gedauert, ne? Oh mein Gott, da ist er ja. Oh nein! Ich höre seine Stimme, da kommt mir fast ein Tränchen. Ich habe übrigens ein neues Spiel gestartet. Wenn ihr wieder drin seid, könnt ihr noch mal versuchen, ob das jetzt geht. Oh Gott, ich muss deinen Stream noch mal muten. Das geht so gar nicht. Von überall. Sie verfolgt mich. Es ist wie eine Banshee. Ich höre überall ihre Stimme. Das wäre nicht das Problem, aber der Zeitversatz ist halt einfach echt übel. Eine Ewigkeit später. Oh, da kommt gerade die Stimme an. Falls ich übrigens etwas verzerrt ankomme, das liegt daran, weil gerade das Kameramikrofon das Mikrofon für den Discord ist. Haben wir denn jetzt Geld verdient dafür, dass wir wenigstens da waren? Nein. So, ich werde jetzt immer aus deinem Spiel gekickt. Warum?
Er sagt, die 9, die 0, die 9 am Ende darf ich nicht eintippen. Da wäre ich immer rausgeschmissen. 095449? Ja, die 9 am Ende mag er nicht. Nee, ich komme auch nicht rein. Okay, verlassen. Nochmal neu spielen. Ja, es ist Sonntag, der vorgezogene Sonntag. Das heißt, am Sonntag geht alles super. Ja, genau. So, neues Spiel. Kann doch nicht so schwer sein. So viele Leute schaffen das auch. War das? Einige von uns arbeiten in der IT. So, jetzt bin ich zwar eingewählt, aber bin nicht bei dir drin. Hast du jetzt den neuen oder den alten Code genommen? Den neuen, den sie jetzt hier auf dem Stream, auf dem Discord, sag ich schon. Im Discord. Ja, geht bei mir auch nicht. Ich starte nochmal das Spiel neu. Oh, ist das anstrengend. Und alles für 12 Euro. Jetzt werde ich langsam knatschig. Ja, das wird das schon. Das ist ja WoW besser. Och komm, WoW ist auch ein bisschen teurer als 12 Euro. Und kein Early Access mehr, auch wenn es sich manchmal wie Early Access anfühlt. Ihr müsst mir übrigens sagen, wenn ich klingt doof, ins Mikro atme. Nee, alles gut. Da, ganz gern mal, ja. Ich kenne das. Ich habe auch eine schwere Atmung manchmal. Gerade wenn ich erkältet bin. Schwere Atmung, aha. Ja. Raucher und so. So, privaten Spiel beitreten. Mhm. Und wieder rausgeschmissen. Da zeige ich mir auch keine öffentlichen Spiele an. Wie verrückt ist das denn? Basti, wenn du sagst öffentlich, also du musst privaten Spiel beitreten, ne? Ja, schon klar, aber ich kriege halt gar nichts mehr angezeigt. Also sieht aus, als wäre ich hier nicht mehr in diesem Spielnetzwerk drin. Ja, ich habe auch keine Server zur Auswahl. Ich wollte gerade fragen, Internetverbindung ist aber da, ne? Aber sonst könntet ihr ja auch nicht über Discord reden. Wie blöd bin ich eigentlich manchmal? Warte, was mache ich nochmal beruflich? Ich habe Personalverantwortung. Ja, leite mich. Ja, genau, Mitarbeiterin. Delegiere doch jemanden. Genau, ja, ich delegiere habe keine das. Server zur Auswahl, nix. Ja. Nächste Woche völlig kopflos. Ja, endlich können wir mal so tun, als wären wir Herren und Frauen los. Aber wehe, die Aufgaben, die ich übergeben habe, sind nicht fertig. Dann kriegt ihr kein Welche totales Aufgaben? Brötchen. Was? Welche Aufgaben? Die ich wahrscheinlich vergessen habe. War da was heute? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Bestimmt war da was. Lass mich überlegen. Also bis jetzt war es ja recht spannend, das Spiel. Total. Also wirklich super. Ich kann jetzt auch kein Spiel mehr starten. Hey, wie blöd ist das denn? Also ich habe jetzt nochmal auf Verlassen gedrückt. Aber eigentlich kann das nicht daran liegen, dass... Oh, da steht Server Shutdown. Aha. Was? Das hat Lucius gerade geschrieben. Hallo Chris. Wirklich? Nee, der trollt doch. Hallo, hallo Chris. Versucht's doch einfach mal, ich starte mal ein privates Spiel. Versucht's mal, mit ich der... Ich hab keinen Server in der Auflistung, nix. Ich müsste ja wenigstens die Server sehen. Jetzt habe ich hier einen Error bekommen. Fail to connect, disconnect by client timeout. Das hatte ich vorhin auch, dann bin ich einfach auf Bestätigung was oder einen Stand und dann bin ich wieder reingekommen und dann funktionierte das auch. Jetzt steht bei mir auch Spieleranzahl offline, Räume offline. Yay. Wie sieht das bei dir aus, Lara? Kannst du da irgendwelche öffentlichen Spiele... bei dir sieht das normal aus.
Spieleranzahl also 11.862. Ich muss einfach nochmal neu starten. Vielleicht hängt es daran. Das ist eine gute Idee. Lara, wenn ich komme in mein Spiel die 186. Nein, verlassen. Wieso macht der das denn jetzt? Warte. Spielen. Privaten Spielbeiträgen. Eins. Oh Gott. Ach, wer macht denn so einen Ziffernblock? Bitte? 186? 186838. 838. Welcher Honk macht denn so einen Ziffernblock? Bestätigen. Ja, ich bin drin. Nein, immer noch keine Server. Ach, noch? Ich habe zumindest keine Offline-Spielerzahl mehr, sondern 0. Und wieder rausgeschmissen. Also ich habe ja bei dem Spiel schon viel erlebt, dass ich das beim Laden ständig aufgehängt oder was, ne? Aber das? Verrückt. Ja, die wissen, jetzt kommen die Profis. Jetzt kommen die Profis. Ah, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich bin gerade am Überlegen, was ich machen kann, damit das besser wird. Beten? Ich bin nicht gläubig genug. Das war auf mein... Ach so, das war auf deinen Kopf bezogen, aber wenn es passt... Server Shutdown. Ach so, oh Gott. Okay, jetzt habe ich es verstanden, Chris. Chris hat mich gerade auf IT dumm genannt. Ja, man wird immer rausgeschmissen. Ich glaube eher, das Spiel ist einfach nur rappelvoll jetzt. Warte mal. Phasmophobia. Serverstatus. So, was sagt denn der EU-Server? Der EU-Server sagt... Oh, fuck. Ist da jemand drin? Also ich gucke mir gerade den Serverstatus an. Der hatte gerade eben ein bisschen Probleme, aber mittlerweile soll es eigentlich wieder gehen. Der russische Server, der ist down. Ich will doch nicht auf dem russischen Server. Ich kann nicht einmal russisch. Außer das probieren. Das kann ich auch noch sagen. Blärt. Mehr kann ich nicht. Ich kann nur blärt sagen. Aber ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Phasmophobia. Keine Spiele angezeigt. Tipps und Tricks. Das hört sich doch wichtig und ja, gut an. Ja, und schon wieder Timeout vom Client. Timeout. Ja, ich glaube, das braucht einen Augenblick, bis das läuft, ne? Client. Das hin. Disconnect by Client Timeout. Post-Launch Update, Fixes Update, All Servers and Voice Servers Code and Hopefully Prevent Crashes, Client Timeouts. Nein! 20 Minuten Spielzeit weg. Ich glaube, der Hausmeister ist gerade einmal gestorben. Nein. Steam hat mich rausgeschmissen. Oh, Steam hat ihn rausgeschmissen. Hm.
Ist das Russisch, Chris? Es ist ja schon spannend. Ach komm, Katzi. Wir kriegen das hin. Wir haben schon ganz andere Sachen hier geschafft. So, das bringt uns aber nicht weiter. Aber es ist nicht Sonntag. Nee, ist es nicht. Ich glaube, mir ist das Spiel gerade wieder abgeschmiert. Wir haben ja Zeit. Es ist ja auch erst 7:30 abends. Der Abend ist jung. Ich weiß nicht, ich glaube, von uns muss morgen hoffentlich keiner arbeiten. Neben also mir ich sitzt bin ein morgen. Meuternder Hund. Er findet das total doof. Ja, weil nichts passiert. Ja, ich habe Offline-Spieleranzahl und Offline-Räume. Vielleicht sollten wir das Spiel auf morgen früh um 5 vertagen. Oh, nee, jetzt geht's bei mir. Okay, Nummer 1, dann haben wir Nummer 1 schon mal geschafft. Raschi, hast du das Spiel irgendwie als Rüpel bezeichnet oder sowas, oder warum geht das jetzt? So eine olle Fixkacke hier! Leutiger Sohn eines Sandwurfs! Oh nein! Okay, jetzt. Räudiger Sohn eines Sandwurms. Ja, finde ich mega. Könnte auch aus Monkey Island sein. Das ist tatsächlich eine klassische Beleidigung aus einem Disney-Film, nämlich Aladdin. Ja, wo muss ich hin? 186838. Yay! Oh mein Gott! Nice! Es wurde geschafft! Es wurde geschafft! So, was hatten wir da eben? Es ist ja wurscht, mach irgendeinen das Job. Gridview Roadhouse hatten ja. wir eben. Ne? Irgendwas. So. Bereit! Basti hat Schiss. Die Hosen sind bereits voll. Komm, schlimmer als ich bei Resident Evil 7 VR kann's nicht werden. Weißt du, was das Ätzende 20 Minuten ist? Ich habe einmal gesehen, wie du Resi auf VR gespielt hast, weil ich irgendwie die dann zugeguckt habe. Mhm. Kannst du das bitte einfach so einen halben Level für mich mal nochmal mit VR machen? Das Problem ist, ich müsste erstmal gucken, wie ich die PlayStation VR an den PC angeschlossen bekomme. Aber wahrscheinlich hocke ich dann einfach irgendwo auf der Treppe und bewege mich nicht. So. Alle bereit? Nein. Oh, doch. Ja, irgendwie schon. Ja, es lädt. So. Wow. 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 Viel zu viele Leute auf einmal. Oh. Ich bin halt gerade, wer packt was? Ah, da ist. Jeder. So. Wer nimmt denn was mit? Was müssen wir eigentlich machen? Wo ist denn die lustige Tafel da? Ich habe gerade nicht Banshee, sondern Basti gelesen. Basti, wusstest du, dass du selber ein Geist bist? Also Leute, wir müssen einen wir neu. Unter 10 Grad Celsius finden. Wir sollen den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen reinigen. Ich glaube, das ist bei uns noch raus. Ich glaube, niemand von uns hat Räucherstäbchen. Nee. Und machen die ein Foto vom Geist. Okay, das heißt, wir brauchen die Fotokamera. Wir brauchen... Eigentlich bräuchten wir auch ein Thermometer. Hat das einer von euch schon eingepackt? Nee, ach, ich hab nur die Taschenlampe. Ich glaube, wir haben noch kein Thermometer. Schweig, du kleines Würstchen, auf Russisch. Oh Gott. Chris beleidigt uns auf Russisch. Kann mir einer mal verraten, wie man irgendwas einpackt? Mit E. Ja, musst du angucken oder mit E. So, ich habe, das Buch bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Das sieht total albern aus. Ja, warte. Wow. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich sehe das halt selber nicht. Ich weiß nur, dass das aussieht, als hätte man sich den Rücken gebrochen.
Entschuldigung. Ich bin bereit. Ich habe jetzt einfach mal das Radio genommen. Vielleicht jemand, ich nehme mal noch die Videokamera mit für den Fall. Vielleicht kann man sie ja gebrauchen. Will jemand noch die UV-Lampe mitnehmen? Ja, ich nehme die UV-Lampe noch zusätzlich. Und fotografieren tut man mit F oder was? Also hinlegen tut man mit F, aufheben mit E. Benutzen mit linker Maustaste. Bei den Fotos ganz vorsichtig sein, wir haben nicht so viele. Und rechte Maustaste, genau, mit rechter Maustaste, nee, stimmt gar nicht, rechte Maustaste benutzen. Zum Beispiel an, ausmachen. Linke macht gar nichts. Und Mausrad ist wechseln. Kann sich jemand mal den Lageplan hier einprägen, bitte? Yo. Ich finde das schön, wie es alle drei davor steht. Ha, wir sind einfach Vollprofis. Wir gucken uns das an und denken uns, yo, passt. Jeder merkt sich ein Drittel. Genau. Ich nehme den großen Raum unten rechts. G-Man schreibt gerade so. Ewi einpacken. Sind wir alle soweit? Ich habe den Schlüssel mitgenommen. Dann auf ins Tunnel. Go! Na, das ist mit dem Spaß. Ich habe keine Taschenlampe. Kann der mit der Taschenlampe bitte vorgehen? Ich habe kein Licht. Ja, ja. Danke. Mann 1989. Kennt schon einer das Spiel und sagen, worum es geht? Wir sind Geisterjäger. Darum geht's. Wir dürfen nicht sterben. Hat einer den Schlüssel mitgenommen? Ja. Ja, ich habe den Schlüssel mitgenommen. Okay. Ich hätte aber vielleicht mal lieber meine bereits erworbene Taschenlampe mitgenommen, ich doof muss. Oh Gott. Oh. Ih, das Geräusch. Was ist denn da jetzt so schlimm dran? Der Fackelmann? Können wir nicht einfach Licht anmachen? So. Dann sind die Geister weg. Nein, aber lass das doch mal. Irgendwo im Haus gibt es in aller Regel auf dem Sicherungskasten, weswegen das Licht geht. Ghostbusters, genau. Im Endeffekt sind wir Ghostbusters, ja. Oder die Vorstufe von den Ghostbusters. Wer macht dann so ein bescheuertes Foto? Es gibt eins, dieses komische Holzfarmhaus, keine Ahnung, wie das heißt. Da hängen Bilder von einem Kind mit einer Knarre. Das finde ich ein bisschen... wie heißt denn der Geist? Hat Uschi. Sich das Glück? Ja. Oh, oh. Ach, hier, Dorothy Harris. Ja, sag das nicht so laut. Hier hat gerade was. Okay, ich glaube, sie ist hier. Weil ja, shit! Nein, lass mich raus. Dorothy Harris, wo bist du? Gesundheit. Hatten wir das Radio, ja, oder? Ja, ich hab das Radio. Also, du musst damit der Geist dich hört, musst du hier, was war das, B oder so? Dorothy Harris, hörst du uns? Ach, hör doch auf. Wenn man das jetzt dreimal schnell hintereinander sagt, taucht ja. Dann auf. Also übrigens, Katzi, das, was du hast, was da immer ausschlägt, das zeigt halt an. Das bin nicht ich. Ach so, Entschuldigung, ich kann nicht... Aber ein Fotoapparat. Okay, du hast den Fotoapparat. Auf wie viel hat das denn ausgeschlagen? Auf 5. Okay, ich trage das mal ein. Ich versuche das jetzt mal voll profimäßig zu machen. Wir müssen das, glaube ich, alle eintragen. Okay. Weil, also wir müssen am Ende auch alle den gleichen Geistertyp, glaube ich, eingetragen haben, dass wir die Kohle kriegen. Ja. Okay, das heißt, es könnte ein Phantom, eine Banshee, ein Djinn, ein Revenant, ein Shay, es könnte alles sein. Also ich will ja Dorothy irgendwie jetzt... Harris. Nicht hasenfüßig sein, aber kommt jemand mit oder muss ich hier alleine rumlaufen? Nee. Genau, lassen wir Katzi war alleine. War der Schrank da eben auch auf? Nee, also ich habe ihn nicht aufgemacht. Ich mach den mal nochmal zu. Dorothy Harris, hörst du uns? Ich glaube, du sprichst in diese Walkie-Talkies rein. Ich glaube, du musst V drücken für lokales Zeugs, oder? Nee, ich glaube global, dass der Geist hört. Ich drücke einfach beides. Drück Dorothy Harris. Hörst du uns?
glaube, die Geister sind doch immer im Keller, oder? Nee, nein, nicht unbedingt. Aber runter da. Ich sehe nichts. Ach, ich gehe einfach Basti hinterher. Oh, ich habe einen Schrank gefunden. Ich stelle mich in den Schrank. Toll, tschüss. Du hängst da halb raus. Kann ich Sachen wieder hinlegen? Ja, mit F. Was ist, Katzi? Ach, hier hinten ist bloß der Heizofen. Achso, ja, falls sind die Sicherung immer, rausfällt. Sind immer Gespenster auch in dem Heizkessel drin? Nee. Ich weiß nicht, ob wir so Geisterjäger sind. Nee. Ich glaube auch nicht, dass Slimer da irgendwas ist. Ich habe den Sicherungskasten. Ach, schade. Okay, also wenn der Strom ausfällt, wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Genau, am Schrank links. Aber ich glaube, hier unten ist... Geht nicht. Lag der Hammer schon da, als wir rein? Ja, der lag da schon. Nein, der lag da nicht, habe ich ihn hingeworfen. Nee, ich war doch hinter dir und da war schon ein Hammer. Da war doch schon ein Hammer. Ist ja der Hammer. Please, Banshee. Ich habe gerade schon... Weißt du, Lara steht da die ganze Zeit an der Tür, wenn wir da unten im Keller rumtingeln. Ist gar nicht wahr, ich bin hier ganz alleine nach oben gegangen. Das Licht geht nicht an. Oh, ich habe gerade gedacht, da steht was. Nein, okay. Ah, hi. Ich habe gerade ganz kurz die Orientierung verloren. Okay, da, okay. Wo noch? Ah, da. Ach Gott. Oh, hier in dem Zimmer ist das Licht direkt wieder ausgegangen. Oh nein! Rette sie sich jetzt raus. Oh Gott! Dorothy Harris, hörst du uns? Gib uns ein Zeichen. Hallo? Ich bin noch in der Hocke. Oh. Entschuldige. Aber dein Ding schlägt doch nicht aus, ne? Nee. Aber das hat halt eben da unten irgendwo ausgeschlagen. Ja, das... Sag mal, ist jetzt hier der ganze Strom ausgefallen? Ja, scheinbar. Oh, ich geh mal eben in den Keller. Ich hab kein Licht. Ohne Taschenlampe? Ich hab die Infrarotlampe, das reicht. Dann sehe ich wenigstens nicht, wenn mich was tötet. Halt mal Ausschau nach Fingerabdrücken. Mach ich. Hier ist es so dunkel. Oh Gott, ich hasse diese Kellertreppe jetzt schon. Alleine wegen dieser Geschichte. Nee, wegen dieser Geschichte, wo Mia da hochgekrabbelt ist. So, ich mach mal die. So, Resi. Ja, so. Licht müsste wieder angehen. Ja. Schnieke wird sterben. Jo. Das hast du richtig erkannt. Kurz, knapp, jo. Ich kann da nichts anderes zu sagen. Habt ihr das gehört? Ja. Nein. Ich habe irgendwo Wasser fließen hören. Ja, Basti, ich glaube, oh das mein ist Gott, sie kommt. Durch hey, das hier, Torchman, kommst du mal rein, danke. Also erstens, Woman. Zweitens, das ist keine Torch, das ist eine Infrarot-Torch. Ich habe auch gar nicht mit dir geredet, ach so, sondern mit Basti. Okay, Torch. Und der Geist liegt in irgendeiner Ecke und lacht sich gerade schlapp. Wahrscheinlich. Die Vermutung habe ich auch. Ja, das Ding schlägt auch null aus, ne? Nee, irgendwie ist es passiert da jetzt nichts. Entschuldigung. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass er irgendwo im Haus umher wandert. Sind wir schon auf dem Dachboden gewesen, ha? Gibt es da einen Dachboden? Jedes Gruselhaus hat einen Dachboden.
Ich glaube, du kennst da andere Gruselhäuser als ich. Ich finde das viel gruseliger, dass hier ein Bild von einem Bären mit grünen Rahmen hängt. Das ist gruselig. Du hast das Bild von dem kleinen Jungen mit der Jagdflinte noch nicht gesehen. Oh, nee. Nee, damit kann ich nicht umgehen. Was ist denn da hinten noch drin? Dorothy! Ah, hier ist schon mal... Was? Kommst du mal mit? Lass ich mal hier was sehen. Wo seid ihr denn? Ach, da. In dem gleichen Zimmer, wie es eben ausgeschlagen hat. Kommst du mit der UV-Lampe mal her? Ja. Ich bin unten gerade am Wohnzimmer. Das Licht flackert. Aber ihr seid wieder unten, oder was? Wenn ja, das wir Licht sind flackert, unten. Mach dein Licht aus, setz dich in der Ecke und halt Ruhe. Ah, ich glaube, mich kostet's gleich. Ich gehe mal. Hatte einer die Videokamera mitgenommen und mal aufgestellt? Moment. Ich gehe mal eben kurz in den Wagen und guck mal, wie so unsere Sanity und so aussieht. Basti, kommst du mal kurz mit, weil ich sehe nicht, wo ich die Kamera hinstellen kann. Wie mache ich denn eine Tür auf? Mit der linken Maustaste müsste das sein. So, ich habe die Videokamera mal auf den Tisch gestellt, weil ich glaube, da ist sie irgendwo. Okay. Also, warte, ich mach mal die Tür herzu. Basti, leuchtest du mir nochmal? Ich bin ohne dich ein bisschen aufgeschmissen hier. Wir brauchen unbedingt Taschenlampen. Definitiv. Lass uns mal in den Van gehen und mal gucken, wie es uns so geht und ob die Kamera. Also, ich habe 76, Katzi ist bei 62, Hami, du bist bei 59 und Basti ist bei 56. Ja, also dann ist das definitiv in dem Zimmer, wo Basti und ich jetzt waren oder so. Weil da hat es auch irgendwie eingeschlagen und da war auch hier Aktivität. Nimmt die Kamera da irgendwas? Finde einen Raum unter 10 Grad. Ja, das können wir ja nicht machen. Wir haben ja keinen Thermometer. Ach Gott. Ich hab vergessen, die Kamera anzumachen. Oh. Ich finde das übrigens grandios, wenn man sprintet, wie langsam man dann trotzdem ist. Was war denn das jetzt mit der Sprint-Taste? Shift. Sehr Lara, versuchst du Türen mit dem Kopf aufzumachen, kann das sein? Nein. Ich gehe nur mit dem Kopf durch die Wand, aber ansonsten nein. Vor allem das Gute ist, ich habe diese Tür zugemacht, ne? Ja. So, ich habe die Kamera mal angemacht. Kommst du da wieder raus? Ich möchte eigentlich den... Ah, jetzt ist schon wieder der Strom ausgefallen. Ja, die ist auch aus dem Zimmer raus, weil die Tür war auf, die ich extra zugemacht habe. Da waren, glaube ich, Fingerabdrücke. Wo? Neben der Haustür. Warte. Sekunde. Ich habe da eben in deinem Stream lustigerweise nur irgendwas gesehen, neben einem Sessel oder so. Neben dem. Aber ich habe es nur mit einem Augenwinkel gesehen. Geh mal. Ich weiß gar nicht, warte mal. Neben dem Sessel. Kannst du mal hier an die Eingangstür kommen und dann mal Richtung Fenster, Eingangstür leuchten, ob da irgendwie was ist? Hier so? Da so? Hier am Holm ist was. Wenn man reinkommt am linken Türholm. Ich guck da gerade drauf. Meinst du diese braunen? Ja. Das ist aber, glaube ich, so von der Tür. Nee, ich habe Fragen. Links neben der Tür quasi, glaube ich, war das. Aber ich weiß es nicht mehr genau, wo du gerade hingeguckt hast, als ich da in deinen Stream geguckt habe. Das Schlimme ist, aber weiß hier es ist auch auf jeden nicht. Fall Aktivität ohne Ende, ne? Die steht auf 8. Auf 8? Ja. Holy shit. Warum geht denn diese scheiß Kamera nicht? Ich hab die doch angemacht. Können die ausmachen?
von 1D. Das ist. Soll ich nochmal die Sicherung wieder reindrehen? Oh Gott, hier ist irgendwas gewesen. Da ist. Ja, hier ist auch gerade auf 10. Da ist eine Tür aufgegangen. Oh nein, eine Tür! Da war eine. Ja, du bist draußen, ne? Bin ich draußen? Ich glaube, das ging an mich. Ach so. Ich habe hier im Van geguckt, was mit der Aktivität ist, ja? Und okay. Musste in deinem Steam meine Kanalpunkte einsammeln. Das ist auch. Ach so. Das ist natürlich wichtig, bringen, das begrüße ich an dieser Stelle. Also Geisteraktivität ist gerade bei 10. Aha. Ihr macht das schon, ne? Kommst du bitte mal, du bist der einzige Mensch mit Licht, kommst du bitte mal auf. Warum hältst du mir einen Hammer ins Gesicht? Ich kann ja mal gucken. Soll ich ja immer die Lampen machen, ne? Hi. Süß steht ihr da an der Tür. Die Tür ist zu. Dorothy Harris, hörst du uns? Meine Taschenlampe. Oh, oh, oh. Was? Das war's, Leute. Oh mein Gott. Aber sie redet nicht mit uns. Also ich hab... Oh Gott. Da war sie. Habt ihr es gehört? Ja, ich hab sie gesehen. Da steht sie. Oh, da steht sie. Ich bin ein Geist. Mach doch das scheiß Foto. Wir brauchen nur das Kackfoto. Ich bin tot. Dann sag einen Ton! Hab ich doch gerade. Ululu, ich bin tot. Ja, aber. Ich. Mecker doch nicht so rum. Doch, da. Da, warte. Zieh. Ich kann es nicht aufheben, weil ich zwei Sachen habe. Ja, dann schieb's gleich auf. Okay. Wie hat sie denn ausgesehen? Wie eine Frau in einem Kleid. Ganz ehrlich, ich glaube, dieses komische Dings hier, das Radio, das bringt mich gar nicht weiter. Ich pack das mal weg. Ich glaube, es ist eine Banshee, Freunde. Es ist eine Banshee, sagst du? Ich glaube es. Also Angaben ohne Gewehr. Weil, wo ist denn der Mann mit Licht? Schon wieder. Der ist hier im Van mit einem Buch. Ich finde das schön. Ich stand noch in dem Haus, ne? Also ich war hier noch alleine drin. Ich krieg mein Dings auch nicht weg. Hast du sehr gut gemacht. Ich sehe toll aus als Tote. Also als ja, Sehen sehe ich besser aus. So, warte. Ich nehme mal hier den Kram mit. Wieso kann ich das denn nicht weglegen? Ich kann meine Sachen nicht weglegen. Ja, plündert nicht. Drück mal G oder so. G? Nee. Doch. Nicht? Doch G. Oh, es ist irgendwo hingefallen und ich sehe es gar nicht mehr. Oh no! Ach, da. Wer hat denn das Geisterbuch? Das liegt hier, soll ich das mitnehmen? Ich hab's gerade mitgebrochen, ja. Nimm das mal mit, weil beim Revenant gibt's als Beweis Geisterbuch. Okay. Und bei der Banshee ist es halt Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke, aber die Fingerabdrücke sind halt auch beim Revenant. Und ich meine, ich habe eben bei dir im Stream Fingerabdrücke. Oh, ich habe gerade gedacht, dass ja. Ja, wo? Also die UV-Lampe habe ich auf jeden Fall noch dabei. Ja. Und ich habe jetzt auch das Buch dabei. Warte mal. Oh, hier ist Wasser angegangen. Wo ist hier und wo bist du? Ich bin direkt noch am Eingang. In der Küche, da ist Wasser angegangen. Direkt neben Katzi. Katzi macht eine gute Figur. Ja, aber als Sehen sehe ich besser aus. Hi. Ja, guck dir doch wir, mal an. Wir haben uns heute auf Arbeit noch darüber unterhalten, dass sie viel im Dreck liegen wird. Basti, gehen wir mal nochmal in das Zimmer, wo wir zu Beginn erstmal waren, weil dann könnten wir das Geisterbuch da mal hinlegen, weil ich glaube, da ist sie irgendwie am meisten. Wollen wir nicht vielleicht erstmal die Sicherung wieder reindrehen? Ach, Lara, komm jetzt mit, wir haben doch einen Ich glaube, es ist ein Badezimmer über uns, ne? Ja, ich glaube schon. Oh Gott.
wenn es was ist. Lara, legst du hier in das Zimmer das Geisterbuch da vorne? Ja, klar. Hast eine Geräuschkulisse. Also schon eben. Ich hab's da mal hingeworfen. Mann, mal auf dem Bett rumspringen. Sollen wir sie jetzt rufen, dass sie da was schreiben soll? Oder schreibt sie das so? Ich glaube, ich einfach mal kurz alleine lassen. Meinst du, sie ist schüchtern? Ich muss hier nicht unbedingt ins Gesicht. Dorothy Harris. Ach, hör doch auf mit der Scheiße. Ja, ich komme. So, warte mal. Ich könnte nicht entkommen. Hieß überhaupt Dorothy Harris? Ich glaube ja, ne? Ja. Dorothy, John, keine Ahnung. Guck dir das an, ich habe nur noch 31. Ich bin fast... Ja, okay, Katzi sieht noch schlimmer aus, aber... Huh, wer lebt noch? Alle bis auf Katzi. Alle bis auf Katzi. Also Gefriertemperaturen kann es ja nicht sein, weil das hätten wir, glaube ich, auch gesehen. Das sieht man an der, an der Atmung. Wenn wir Wölkchen machen, dann ist kalt. Ja, es ist halt die Frage, einigen wir uns dann ganz mutig auf Beweisgeisterbuch oder gehen wir mal nach dem Buch gucken? Ich würde sagen, wir gucken nach dem Buch. Könnt ihr gerade 2 Sekunden warten? Ich brauche was zu trinken. Okay. Okay, ich glaube, Katzi hat gar keine Angst. Katzi ist tot. Deswegen. Mann 1989. Meine Präsidentin wurde gestürzt von einem. Ich habe schon versucht, sie herauszulocken, aber sie ignoriert mich. Steht da was in dem Buch? Nee, ist leer. Siehst du? Oh mein Gott, sie ist da. Was? Meine Lampe flackert. Oh, die scheiß Tür. Oh, sie hat was gesagt. Sie hat was gesagt. Ja, okay. Sie hat mich erwischt. Ja. Ich will nur die Sachen eben tun. Ist sie dann wieder weg? Klatscht. Okay, ich, sorry. Oh, ich häng da auch cool. Wir sollten die Sachen einmal einsammeln, ne? Nehmt am besten die Kamera mit, weil ihr optional müsst ihr ja noch ein Foto machen. Und EMF5 hatten wir schon, das weiß ich schon. Ihr könntet aber das Buch mal weiter ins Zimmer reinlegen, auf den Boden. Okay, dann schmeiß ich das Buch dann am... Ich hab die beiden Kameras reingepackt. Sehr gut, ich sehe halt gar nichts, ne? Ja, da liegt es, glaube ich, gut. So, jetzt habe ich... Boah, ey, die Taschenlampe auf der Schulter, die bringt auch gar nichts, ne? Nee, die bringt überhaupt nichts. Lara, du solltest vielleicht mal kurz ins Auto kommen, du hast nur noch 20 geistige Gesundheit. Ja, ich habe das Buch da nur hingeschmissen. Ich laufe Lara beschützend hinterher. Das ist total nett. Ich fühle mich auch gar nicht verfolgt. So, also das Buch liegt nochmal in der Mitte des Zimmers. Hörst du mal auf, die Fotos sind voll teuer. Wir haben. Ich wollte nur gucken, wie ich Fotos mache. Wir haben noch nicht so viele. Warum geistert in meinem Kopf ein gutes Lied von den Ärzten herum? Keine Ahnung. Das gute Nachtlied. Ach so. Mit seinen 12 Augen starrt er mich an. Warte mal, was kann man denn noch als Beweis hinterlegen? Geisterbox kann man nicht. Fingerabdrücke haben wir nicht gesehen. Geisterkugel, Geisterbuch. Gefriertemperatur nicht. Also wenn, dann vielleicht das Geisterbuch. Revenant, Shade, Oni. Ja, oh, wundervolles. Das war sie nicht, weil die haben ja nicht reagiert, ne?
Wir haben keine, ich weiß nicht, die Geisterbox. Wer hatte denn die Geisterbox dabei? Hatten wir überhaupt eine Geisterbox? Sag mal. Oh, verdammt. Ich wollte hier gerade rausklicken. Jetzt haben wir zwei wundervolle Fotos von dem Van. Also, Beweise sammeln. Geisterbox. Einige Geister werden durch die Geisterbox reden. Also, geredet hat die Person, Person sage ich schon, der Geist nicht. Die hatte ich ja vorhin. Das ist ja dieses Radio, ne? Ja, genau. So, Oni sind Verwandte des Dämons und besitzen unglaubliche Stärke. Gefürchtet zufolge sind sie aktiver in der Nähe ihres Opfers. Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktive. Glaube ich nicht. Nee, da ist ja nichts rumgeflogen. Das könnte. Bei Oni bin ich auch nicht. Ich weiß halt echt nicht, wie das mit den Gefriertemperaturen ist. Weil wir halt als optionales Ziel auch einen kalten Raum finden sollen. Ich weiß nicht, das triggert mich so ein bisschen auf Kälte irgendwie. Ja. Also was man jetzt nochmal gucken kann, ist, wenn was ins Buch reingeschrieben wurde, könnte es auf ein Revenant sein. Das Problem ist, also ich weiß nicht, ich glaube, Kathi, siehst du, ob da was im Buch steht? Nee, ne? Leider nein. Herr der Lampe. Ich finde Torchment eigentlich ganz gut. Ich mag Herr der Lampe. Oh, 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 Handabdruck. Kannst du davon ein Foto okay. machen? Oh, und ein paar Zeichen sind drin. Okay, also ist es... Es ist der Revenant. Ja, dann müssen wir jetzt alle die Fingerabdrücke EMF5 und das Geisterbuch und dann den Revenant im Journal auswählen, bevor wir wieder in... Also bevor wir wegfahren. Ja, ich weiß also. Nicht, wie wichtig das jetzt für Katzi und mich ist, aber... Ach, ich mach einfach mal mit. Als Geist zum Mitfahren ist doch lustig. Also, wir haben das Geisterbuch und wir haben Fingerabdrücke. Und EMF5 hat man. Genau, und damit ist es der Revenant. Ja. Juhu, wir kriegen Kohle. Wir können uns Taschenlampen kaufen. Aber wir haben jetzt leider kein Foto von dem Geist gemacht, ne? Ich würde dir sagen, ich... Oh, ich habe gerade mal noch 16. 18. Oh Gott. Ja. Okay, wir haben keins der optionalen Ziele. Ist aber egal, wir wissen, was es ist. Auf! Tschüss! Es war nett mit euch. Vielen Dank für die gute Arbeit. Ja, also ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Guck mal, wir haben 10 Dollar. Oh, ich habe unfassbare 5 Dollar gekriegt.